Herzlich willkommen zurück hier zu Farmers Life im Hof Bergmann. Wir haben in der letzten Folge das erste Heu bereits auf unseren Heuboden geblasen. Und jetzt müssen wir mal zur zweiten Wiese schauen, ob dort das Heu auch schon trocken ist. Aktuell haben wir auf dem Heuboden hier oben 82.000 Liter Heu. Also da ist noch Platz für nochmal 2x 80.000 Liter, würde ich sagen. So viel könnte die andere Wiese in etwa ausgeben, aber im Detail sehen wir das dann erst, wenn wir das von dort holen. Ich habe hier schon Schwader vom letzten Mal am Traktor dran. Dann würde ich sagen, los geht's, ab zur Wiese. Dass wir das schwaden, sofern es trocken ist. Gestern war es noch nicht ganz trocken. Ich hoffe, dass es heute jetzt soweit trocken ist. So. Den Traktor hier müssen wir immer noch reparieren. Aktuell brauche ich ihn. Da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich will ihn reparieren. Müssen wir uns da mal drum kümmern, die Tage. Aber ja, so ist meistens in der Landwirtschaft. Man braucht die ganze Zeit die Maschinen, hat keine Zeit, um hier irgendwie groß was zu machen. Und dann passiert es meistens ganz oft, dass dann irgendein fataler Fehler ist, also irgendwas ganz kaputt ist, was man zwingend reparieren muss. Ohne das kann man gar nicht mehr erst weiterfahren, mitten in der Ernte. Jetzt in dem Weizen. Wow. Soweit gut. Genau, das eine Feld müssen wir noch düngen. Haben wir ja im Stream festgestellt. Also wurde ja schon angefangen. Aber ist noch lange nicht fertig. Ui, ist das sogar so früh, der hat heute noch zu. Ja, da liegt das schöne Heu. Scheint schön die Sonne hin, auch komplett oben am Wald. Perfekt. Weil später ist dann halt der Schatten. Würde ich sagen, wir klappen das hübsche Gerät hier mal aus. Und dann fahren wir einmal außen rum. Und legen mal das Heu so ein bisschen mehr in die Mitte rein. Dann mal schauen, wie ich das hier mache. Es hat ja auch schon mal ein relativ weiter Weg, um mit dem kleinen Ladewagen hier zu fahren. Wenn man das zu Quaderballen pressen würde, zu großen, dann sprechen ja da schon zwei Quaderballen einmal dem kompletten Füllvolumen des Ladewagens. Auf der anderen Seite haben wir keine große Ballenpresse. Die müssen wir natürlich halt auch leihen oder kaufen. Das sind zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Wir leihen uns einfach so eine Ballenpresse. Machen alles. Möglichkeit Nummer 2 ist, wir fangen an, das im Ladewagen zu holen, lose, und auf den Heuboden zu häckseln. Wenn wir dann aber feststellen, oh, jetzt ist der Heuboden voll, das passt gar nicht alles dort drauf, dann brauchen wir doch wieder eine Presse. Und dann lohnt es sich aber auch nicht mehr, irgendwie nochmal extra eine große Quaderballenpresse zu holen, sondern dann ist wahrscheinlich eher angesagt, nochmal kleine Ballen zu pressen.
Aber so wie das staubt, da ist es richtig gut trocken, das Heu hier. Wunderbar. Lass mal hier mal kurz den Weg, da liegt ja fast gar nichts mehr. Da ist tatsächlich auf dem Weg alles verschwunden, hä? So klein ist das heute zusammengegangen. Schrumpelgras. So, Grasschwarten, hier ist auch so eine Sache. Die macht man wirklich besser selber, wie dass man das einen Helfer machen lässt. Denn wenn ich das Ganze jetzt hier einen Helfer machen lasse, der kriegt es sicherlich auch gut hin. Gut, ich glaube mit einem Cosplay-Helfer, der wird es perfekt, der kriegt es perfekt hin. Aber ansonsten so ein normaler Helfer, ja, gerade an die Ecken und Kanten, sieht es dann wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Liegt mal so da. Da ist es dann schon schwierig. Da hat man das viel genauer selber gemacht. Ich fahre jetzt auch erstmal hier außen rum, mache den äußersten Schwad. Dann mache ich noch mal ein Schwad außenrum. Den ich nach innen lege. Den mache ich aber dann nicht fertig. Den mache ich quasi wie den, was wir jetzt hier außenrum liegen haben, nur von einer Seite. Und dann mache ich erstmal die geraden Bahnen und zum Schluss mache ich dann den zweiten Schwad, der außenrum geht. Man könnte natürlich auch komplett als allererstes die geraden Bahn machen und dann außenrum. Geht beides. Ich habe halt nur gern außenrum einmal einen Rand sauber, dass da nichts mehr dann im stehenden Gras drin liegt. Und ja, man muss halt aufpassen, man sollte nicht mehr über den äußersten Schwad drüber fahren in Realität. Denn wenn ich drüber fahre, dann drücke ich das Heu, das schön fluffig locker da liegt, einmal zusammen. Und falls doch noch ein bisschen Restfeuchte drin ist, könntet ihr im Normalfall austrocknen, solange der Schwad hier noch schön locker da liegt. Aber wenn ich ihn dann zusammengedrückt habe durchs Drüberfahren, dann passiert es halt auf gar keinen Fall mehr. Genau. Wunderbar hier. Was ich schon an Gras und Heu, Silage. Ja, Silage ist es nicht. Es ist Gras, was man schwadet. Silage wird es dann später geschwadet haben. Uiuiui. Tage, Wochen, Monate. Wenn man das zeitlich zusammenrechnet. So, wir das senken. Durch das, dass ich jetzt quasi hier den zweiten äußersten Schwad einmal nach innen lege, ist der zum einen auch nicht so dick,
Denn wenn ich jetzt über den äußersten dicken Schwad in Realität drüber fahre, ist er schon relativ hoch. Wenn ich dann vorne die Hydraulik zu tief habe oder der Traktor von der Bodenfreiheit nicht mit dem Schwad kompatibel ist, dann kann es sein, ich reiße da ein Stückchen mit und verteile den Schwad wieder. Das wäre ärgerlich. So, wenn ich jetzt nur einmal da reinlege, da ist noch relativ wenig. Da kann man gut drüber fahren. Und wenn man den dann später fertig macht, wird er nochmal umgelegt und damit nochmal aufgelockert. Dann kann der immer noch gut durchlüften und noch ein bisschen weiter trocknen. Wenn ich das hier anschaue, die Länge einmal, ich denke, einmal so ein Schwad hier oben lang, die längste Länge, und dann ist mein kleiner Ladewagen voll mit Heu. Muss ich heim abladen. Was haben wir denn hier an Schwad dann? Na, ich glaube, das lasse ich. Das sage ich nichts dazu. Weil da kann ich nur verlieren. Schwer abzuschätzen. Kurve hier. Uiuiui. Aber das kann der Schwader ab. Habe ich schon oft genug gemacht. Das sind auch so Dinge, manche Dinge. Wenn man jetzt irgendwo jemanden zuschaut, der LS spielt, denkt man sich, boah. Warum macht denn der das? Das ist doch niemals realistisch. Das geht doch gar nicht in Realität. Da geht doch alles kaputt. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, wo sich das andere denken, die in Realität so aber durchaus sehr gut möglich sind. So, jetzt wollte ich gerade mal schauen hier. Unten schwarten wir. Wir machen jetzt erstmal kurz hier unten die Stumpen fertig. Könnte natürlich sein, dass ich dann später hier einen extrem kleinen Schwart habe, aber ich will hier jetzt nicht so unnötig Schlenker fahren. Schlenker sind komische Kurven. Sehr schön. Wenn der Maschinenhändler offen hat, bis ich hier fertig bin, könnte ich eigentlich theoretisch den Traktor auch bei ihm hinstellen. Und soll er sich den mal anschauen, reparieren, Wartung machen, wenn er Zeit hat. Weil ich brauche den dann ja heute und morgen nicht mehr zwingend. Schauen wir mal. Ich weiß nicht auswendig, wann der aufmacht. Um 8 oder um 9. Was eine Werkstatt ist, könnte ich mir 8 schon vorstellen. So.
ziehen wir hier gleich ein bisschen rüber, dass wir das klar abgrenzen von dem anderen Spat. Die kurzen Stunden hier fahre ich einfach rückwärts, da will ich nicht die ganze Zeit umdrehen. Klar, gleich muss ich umdrehen, dass ich den Schwad hier fertig machen kann, aber so prinzipiell kann ich mir da schon ein bisschen was sparen. Falsche Richtung. Ja gut, aber es passt eh. Wir hätten eher einen kleiner machen müssen. So wie ich das hier sehe. Genau. An. Sind wir hier unten fertig? Bis auf den einen halt hier. Nö. Komm, wir fahren hoch. Fangen wir oben an. Machen wir von oben aus weiter. Wenn ich einen Radlader hätte, könnte ich hier die Erdhügel auch eben schieben, dann könnten wir da auch noch den Acker hier die Wiese verlängern. Sehr schön. Bahn jetzt hier zu fahren, das geht dann voll schnell. Das ist kein Thema. Die Stumpen außen, die halten halt jeweils immer auf. Ich glaube, das hatte ich auch schon im Stream gesagt, wenn man den Acker da hinter den Kiefern besitzt, könnte man theoretisch hergehen und die Kiefern hier wegsägen und hier einmal durchpflügen. Dann hat man größere Wiese oder größeren Acker. Das ist auf alle Fälle nicht verkehrt. Allerdings, ich werde es nicht so schnell machen. Gut, es wird jetzt auch nicht so schnell wieder ein Update von der Hofbergmann geben. Aber, ja. Ich habe euch ja gezeigt, wie man quasi das alte Safe Game übernehmen kann mit Fahrzeugen, Gebäuden und was man sich alles so weit aufgebaut hat. Allerdings, wenn man jetzt halt hier einen Teil der Bäume wegsägt und dort dann Boden verändert, das sind dann Dinge, die nur sehr, sehr schwer übernommen werden können vom alten ins neue Safe Game. Bäume zum Beispiel wüsste ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich geht es gar nicht. Weil die halt in der GDM und nicht in der XML-Datei drin sind. Von dem her versuche ich für mich so wenig wie möglich an der Original-Hofbergmann zu ändern. Also so wenig wie möglich Bäume zu entfernen, so wenig wie möglich Boden zu verändern. Zumindest aktuell. Wenn ich irgendwo jetzt was für sehr, sehr sinnvoll erachte, dann kann es sehr gut sein, dass ich das doch mache. Wenn ich irgendwo jetzt was zwingend haben möchte, könnte auch sein, wenn die nächste Version, die es dann irgendwann geben wird, in 2-3 Monaten, wissen wir nicht wann,
dass ich dann sage, okay, jetzt mache ich's. Muss ich mal schauen. Aber jetzt aktuell ist nicht geplant. Jetzt ist erstmal wichtig, dass wir hier unser Heu voll trocken nach Hause bringen, damit wir unsere Kühe gut durch den nächsten Winter bekommen. So, darum. Und ab geht die Post. Schauen wir uns jetzt nochmal eine Übersicht an hier. Boah, die Hälfte haben wir schon gemacht von dem Feld hier, hätte ich gesagt. Nochmal so lange wie jetzt, dann bin ich fertig. Aber ich glaube, so lange will ich die Folge nicht laufen lassen. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier sehr gefallen, was ich euch hier erzählt habe, wie ich hier am Arbeiten bin. Dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt gerne eure Meinung zu Hof Bergmann und zu Mais Plus in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin, euer Iltis. Ciao, ciao.